Hallo Meinung, heißt Sie willkommen, liebe Zuschauer. Wir unterhalten uns heute über Hans-Georg Maaßen Parteiausschlussverfahren. Darüber sprechen wir mit dem Rechtsanwalt und maßgebendes Mitglied und in Funktion dort der Mittelstandsunion, Dr. Thomas Jahn. Thomas, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Herzlichen Dank für die Einladung. Schöne Grüße an die Zuschauer. Grüß Gott aus Bayern. Und liebe Zuschauer, wir kennen uns schon lange, deshalb ist das Du nicht despektierlich, sondern wir duzen uns schon lange. Thomas, Mario Chaya gestern im Morgenmagazin, Parteiausschlussverfahren, er war sich ziemlich sicher, wie sich danach herausstellte, das Präsidium wird relativ schnell dem Beschluss stattgeben. Hans-Georg Maaßen soll aus der CDU ausgeschlossen werden. Du bist Jurist, wie gehst du mit solch einer Nachricht um? Ja, zum einen halte ich das rechtlich für vollkommen substanzlos, weil sich Hans-Georg Maaßen im Sinne der Parteiordnung oder der Satzung der CDU überhaupt nichts hat zu Schulden kommen lassen. Im Gegenteil, er ist ja derjenige, der sozusagen dem Grundsatzprogramm und den Grundsätzen, den christlich-konservativen Grundsätzen der CDU am nächsten ist, im Gegensatz zum Generalsekretär Chaya, der übrigens schon mal in den 90er Jahren, 1999, ein Parteiausschlussverfahren bekommen hat, weil er mit der SED, also der SED-Nachfolgepartei, damals hieß sie noch PDS, koalieren wollte in Berlin. Also rechtlich sehe ich da überhaupt keine Möglichkeit, aber es ist natürlich ein ganz schlimmes Eigentor für die CDU. Es ist im Grunde ein Akt der Selbstschädigung, jemand wie Hans-Georg Maaßen mit so einem Unsinn zu überziehen. Die Parteiführung ist hier voll in die Falle von Rot-Grün getappt, die Dinge skandalisiert haben, die ja überhaupt nicht zu skandalisieren sind. Also Hans-Georg Maaßen hat auf ein extremistisches Problem hingewiesen, das es in der grünen Szene und bei den Linken gibt, die sogenannte antideutsche Bewegung. Wir kommen dann später vielleicht nochmal dazu, was das eigentlich heißt. Er ist ja Fachmann dafür, er ist ja lange Jahre Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz gewesen und kennt sich mit auch linkem Extremismus natürlich aus. Und das Ganze ist hier tatsächlich so absurd, dass einem nur das Tucholsky-Zitat einfällt dazu: gefährlich ist nicht derjenige, der den Schmutz macht, sondern in dem Fall ist derjenige gefährlich, nämlich Hans-Georg Maaßen, der auf den Schmutz hinweist. Also ein absurdes Theater im Grunde. Es geht aber natürlich um Machtpolitik oder Machtarithmetik, weil man offensichtlich in der CDU, auch unter Friedrich Merz, die Konservativen und auch, ich betone das ganz klar, die Realisten offensichtlich aus der Partei aus oder herausdrängen möchte. Man möchte einen Warnschuss quasi hier setzen, weil man die Machtoption Schwarz-Grün bedienen möchte. Das ist wahrscheinlich der, kurz gesagt, der Hintergrund. Die Machtoption Rot-Grün, darauf kommen wir noch zu sprechen. Wenn wir hören, er verliert mit sofortiger Wirkung seine Mitgliedsrechte, haben wir keine anderen Sorgen? Wir haben Krieg in Europa, wir haben eine hohe Inflationsrate, wir kommen mit der Migrationspolitik nicht mehr zurecht, wir haben eine polizeiliche Kriminalstatistik, die uns aufschrecken lässt. Messermorde sind zur Tagesordnung geworden. Wir haben Wohnungsnot, wir haben insgesamt gesehen, was die Krankenhäuser angeht, da bist du Spezialist, wir haben Klinikprobleme, wir haben Fachpersonalprobleme. Haben wir keine anderen Sorgen? Ist das ein Nebenkriegsschauplatz, der gewollt ist, dass man sagt, von eigentlichen Herausforderung für die Menschen, die hier leben, abzulenken? Friedrich Merz hat es einfach nicht geschafft und die Schonzeit ist jetzt auch abgelaufen. Das muss man ganz deutlich sagen. Er hat die Wende nicht geschafft, sondern man muss sehen, dass es hier um einen CDU-internen Machtkampf geht, den er offensichtlich verloren hat. Und der Machtkampf, der sieht so aus, dass die Merkel-Anhänger die Oberhand gewonnen haben, die ja auch weiterhin ganz breit im Präsidium und im Bundesvorstand der CDU vertreten sind. Um nur mal einige Namen zu nennen, die Frau Karin Prien, die im Grunde dasselbe gemacht hat wie wir bei der Werteunion. Die hat nämlich auch eine parteiinterne Gruppierung gegründet, die Union der Mitte. Vor ungefähr 3-4 Jahren war das. Wir haben immer gesagt, die Union der Mutti, weil das war also so ein Merkel-Fanclub, der also
ganz klares Programm nach links hatte. Also dasselbe, was man Hans-Georg Maaßen heute vorwirft, könnte man auch Karin Prien auf der linken Seite vorwerfen. Dann ist die Frau Macquas dabei, die kennt niemand, aber die ist liiert mit dem Herrn Marco Wanderwitz. Der Name sagt was, der ist also auch ganz parteischädigend in Erscheinung getreten, nämlich in den ostdeutschen Bundesländern, wo er dafür gesorgt hat, dass mit seinen Äußerungen als Ostbeauftragter in Sachsen und in anderen bei der Thüringenwahl die Ergebnisse für die CDU ganz schlecht waren. Dann ist der weiterhin der Herr Spahn mit dabei und so weiter. Also es ist ein ganz großes Übergewicht derjenigen, die den linken Merkel-Kurs gestützt haben. Und Friedrich Merz hat sich ja nicht mal durchsetzen können über Monate hinweg im Konrad-Adenauer-Haus. Also er hat einen Büroleiter übernommen von Peter Tauber, dem früheren CDU-Generalsekretär, der voll auf der Merkel-Linie war, der Herr Bracht, der ihm permanent in den Rücken auch gefallen ist. Und jetzt haben sich diese Leute offensichtlich wieder durchgesetzt und sie verlangen quasi jetzt es muss also jemand an den Pranger gestellt werden. Das ist jetzt in dem Fall Hans-Georg Maaßen und damit will man ein ganz klares Signal setzen. Der Kurs von Merkel soll beibehalten werden, weil es um die Machtoption geht, dass man schwarz-grüne Bündnisse haben will, wie in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein oder in Hessen, wo jetzt wieder dann dieses Jahr Landtagswahlen sind. Und dieser vorauseilende Gehorsam gegenüber dem grünen, rot-grünen Zeitgeist, der schwingt da mit. Und du hast völlig recht, die realen Probleme, die zum Beispiel natürlich alles Probleme sind, die die Grüne Partei verursacht hat. Also wir haben eine selbstgemachte Energiekrise in Deutschland, die weltweit einmalig ist, weil wir dem rot-grünen, vor allem von den Medien verbreiteten Zeitgeist gefolgt sind und grundlastfähige Kraftwerke ohne jegliche Not abgeschaltet haben. Ja, die ganze Welt hat uns um unsere Kernenergie in Deutschland beneidet. Wir schalten diese Kraftwerke ab. Die CDU war unter Merkel mit dabei. Und all diese Probleme sind letztlich auf die Grünen zurückzuführen. Wirtschaftliche Schwierigkeiten, die Migrationsprobleme, die immer noch weiter eskalieren und ungelöst sind. Und natürlich auch das, was Hans-Georg Maaßen angesprochen hat, das Extremismusproblem der Linken, ist natürlich ein Problem, das vor allem bei den Grünen vorherrscht. Und das soll jetzt sozusagen überdeckt werden durch die Skandalisierung und durch diese künstliche Aufregung, wo ja auch in den Medien zu beobachten ist, dass natürlich seit Wochen eine Kampagne gegen Maaßen läuft, der hier zu Unperson erklärt werden soll. Ja, ein Feindbild wird aufgebaut. Du sprachst von Frau Prien, du hast verschiedene andere genannt und liebe Zuschauer, Sie merken daran, wir haben es mit einem Insider zu tun, einem Kenner der politischen Szene und des Wirkens. Wenn wir uns jetzt Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen anschauen, dann meint Hendrik Wüst, der sagt ja, die CDU war noch nie konservativ. Oha, dann ist mein bisheriges Leben, mein Kenntnisstand ist da über den Haufen geworfen worden, das darf ich so sagen. Aber wenn wir das erleben, wird hier der Weg des geringsten Widerstands gegangen, um einen Posten, um regierungsfähig zu sein? Und wählt man, wenn man CDU wählt, hat man nicht automatisch den Bestimmer, die CDU, die Grünen an Bord? Denn im Grunde machen die Grünen in Nordrhein-Westfalen, sie machen in Schleswig-Holstein, sie machen in der Ampelkoalition, sie sind die Bestimmer. Eine Partei, die bundesweit irgendwo bei 16% liegt. Das ist genau das Problem, was du ansprichst, Peter. Es gibt eben keine bürgerliche Machtoption mehr für die CDU. Und das ist ein Riesenproblem. Und dieses heiße Eisen geht Friedrich Merz auch einfach nicht an. Er hat es ja mit dem Problem zu tun. Und da hat ja der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat ja ein Interview gegeben dem Ralf Schuler vor 2 Tagen, wo er sich eigentlich gegen den Parteiausschluss von Herrn Maaßen ausgesprochen hat, weil er ja ganz genau weiß, die CDU verliert dadurch vor allem auch in den neuen Bundesländern. Sie fällt auf Platz 2 oder sogar in Thüringen dann auf Platz 3 hinter AfD und Linke zurück, wenn sie diesen Kurs fährt. Das heißt, die Wähler wollen das ja nicht. Die wollen keine Union, die ständig mit nur eine Koalition macht mit Rot oder Grün, weil
in diesen ganzen Koalitionen, die können wir jetzt alle durchgehen, haben wir das Phänomen, dass dort der Schwanz mit dem Hund wedelt. Das heißt, die Grünen bestimmen 90% der Agenda, so wie in Merkels Regierungen, in ihren großen Koalitionen, wo die SPD 80 oder 90% der Agenda bestimmt hat. Peter, wir haben das im Übrigen leider ja auch in Bayern. Du kommst aus dem Großraum Nürnberg. In Nürnberg haben wir so eine schwarz-grüne Koalition. Wir haben sie in Augsburg, in einer weiteren bayerischen Großstadt. Und wir hätten sie auch in München wahrscheinlich, wenn dort nicht die SPD immer noch relativ stark wäre, dass dort eben eine klassische rot-grüne Stadtregierung an der Macht ist. Und das führt eben dazu, dass alle Probleme, die im Grunde auf die Grünen zurückzuführen sind und die man dieser Partei ankreiden müsste, werden unter den Teppich gekehrt. Und ebenso eben dieses Extremismusproblem, was Hans-Georg Maaßen angesprochen hat. Ich habe gerade Augsburg genannt. Die dortige Koalition ist genau dasselbe Muster. Dort herrscht eine reine grüne Verkehrspolitik. Und du weißt es ja vielleicht, Claudia Roth kommt aus Augsburg. Das ist die dortige grüne Bundestagsabgeordnete und leider Bundestag. Jetzt leider Staatsministerin für den Kulturbereich zuständig. Und diese Claudia Roth marschierte im Jahr 2015 auf einer Antifa-Demo, also auf einer linksextremen Demonstration in Hannover, hinter einem Transparent her, auf dem stand, ich traue mich das kaum zu zitieren, aber das Zitat lautete damals: Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Und dahinter marschierte Frau Roth, hat sich in keinster Weise jemals davon distanziert. Und dann gibt es andere Grüne wie den Herrn Habeck mit seinem Zitat, wo er gesagt hat, Vaterlandsliebe fand er stets zum Kotzen und so weiter. Dann gibt es die grüne Jugend, die öfters mal Deutschlandflaggen verbrennt und lauter solche absurden, verrückten Aktionen, die man in dem Extremismusbereich einordnen kann unter der sogenannten antideutschen Bewegung. Das sind tatsächlich Leute, die sagen, die Deutschen oder Deutschland soll von der Bildfläche verschwinden. Also reinster Extremismus, wie er schlimmer nicht sein könnte. Und Hans-Georg Maaßen hat dieses Phänomen angesprochen, hat es öffentlich gemacht. Und eigentlich müssten wir in Deutschland eine öffentliche Diskussion führen, dass es Leute in der Regierung gibt, in den höchsten Stellen dieses Landes, die sich nicht davon distanzieren, nämlich der Herr Habeck, die Frau Roth, die Frau Baerbock und wie sie alle heißen. Ja, die haben eine Scharnierfunktion und die sind mit diesen Antifa-Leuten, wie die Frau Faeser auch als Bundesinnenministerin, immer wieder in Kontakt getreten und haben überhaupt keine Scheu, sich hier auf solche Demonstrationen, wie ich es vorhin gesagt habe, in Hannover 2015 zu begeben. Und das ist das eigentliche Problem und der eigentliche Skandal, der zugedeckt wird. Und die CDU hat offensichtlich kein Interesse, diese Machenschaften anzugreifen, weil es eben gegen ihre derzeitige Machtoption spricht. Und das ist das Traurige, was unserem Land natürlich enormen Schaden zufügt. Nun sprechen wir von der CDU. Lass uns den Sprung machen zur CSU. Dieses Jahr sind Landtagswahlen. Markus Söder ist sehr still. Er äußert sich weder in der Migrationspolitik noch zu Maaßen in keinster Weise. Hält er sich die Option offen für Schwarz-Grün? Er hält sich auf jeden Fall diese Option offen. Natürlich geht man derzeit in der CSU oder CSU-Führung davon aus, dass man die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen kann. Die Umfragen sprechen auch dafür. Aber wie gesagt, Peter, wir dürfen nicht vergessen, dass es heute fast keinen Landkreis mehr gibt in Bayern, wo nicht eine schwarz-grüne Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene stattfindet. Es gibt kaum größere Städte, wo das nicht auch der Fall ist. Das heißt, auf der kommunalen Ebene durch die Kommunalwahl 2020, wo die CSU eines ihrer historisch schlechtesten Ergebnisse überhaupt eingefahren hat und überall die Optionen verloren hat, selbst in den ländlichen Regionen mit bürgerlichen Parteien, Freie Wähler, FDP, zum Teil gibt es auch Regionen, wo die Bayernpartei noch recht stark ist. Aber diese Mehrheiten hat sie gar nicht mehr zustande gekriegt, sondern nur noch mit den Grünen, die ja damals bei der Kommunalwahl auch flächendeckend häufig zweistellig waren. Und insofern gibt es leider diese Machtoption, die ich, wie gesagt, für sehr, sehr gefährlich halte.
und die eben alle, wo wir keine Chance haben, die Probleme aufzudecken und auch die Bundesregierung in entsprechender Oppositionsarbeit anzugreifen, weil man muss ja immer Angst haben, ich brauche die ja noch. Ja. Ich kann jetzt nicht den Herrn Habeck als vollkommen unfähig und als den schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten angreifen, was er ist, sondern ich muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich könnte diese Leute ja noch als Mehrheitsbeschaffer brauchen. Und das ist das Schlimme. Dieser Extremismus, der auch bei den Grünen natürlich in allen Bereichen verankert ist. Ja, also wenn ich letztlich den Leuten vorschreiben möchte, wie sie ihr Leben bis ins kleinste Detail zu gestalten haben, was sie essen sollen, wie sie sich fortbewegen sollen, was sie für eine Kleidung tragen sollen, wie sie sprechen sollen, ja, das Thema Genderismus beispielsweise, also das ist wirklich das Paradebeispiel für Extremismus. Und diese Partei ist in Deutschland in allen Ebenen tonangebend und die Union hat nicht den Schneid zu sagen, es gibt eine klare Option. Auf der einen Seite die Freiheit, das hat mit den Grünen nichts zu tun, auf der anderen Seite den Sozialismus, also Freiheit oder Sozialismus und wir wählen die Freiheit. Das wäre eine klare Ansage an die Wähler, aber das findet leider nicht statt. Nun erlebt man, wir hatten es vorhin schon gesagt, die Ankläger werden zu Tätern gemacht. Wir erleben es auch, Mario Chaya, du sagtest, im Parteiausschlussverfahren. Wir hatten mit Wolfgang Schäuble einen Bundestagspräsidenten, der auch eine entsprechende Verurteilung hatte, Thema Steuerhinterziehung, 100.000 Mark seinerzeit Kohl. Viele haben das vergessen. Der richtige Mann, das Falsche gesagt, Hans-Georg Maaßen. Bitte? Der richtige Mann, das Falsche gesagt. Das Richtige gesagt, der falsche Mann. So ist es. Er hat das Na, Richtige gesagt, natürlich. er ist der falsche Mann. Naja, selbstverständlich. Also Hans-Georg Maaßen wird natürlich deswegen angegriffen, weil er der prominenteste Kopf der Werteunion ist, weil er in der Öffentlichkeit ein sehr, sehr gutes Standing hat. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Lieber Peter, natürlich hat auch Hans-Georg Maaßen in der Vergangenheit Fehler gemacht, wie jeder von uns. Er hat sich an der einen oder anderen Stelle hätte ich mich anders geäußert als er. Das ist überhaupt nicht das Thema, ja. Aber ich will nur ein Beispiel nennen, lieber Peter. Wir hatten 2019 im November in Augsburg bei einer Veranstaltung Hans-Georg Maaßen zu Gast. Und es ist die größte Veranstaltung der CSU damals gewesen. Das hat ja ein Ortsverband, ein winzig kleiner Ortsverband organisiert, ja, der mit uns, mit dem konservativen Aufbruch, mit der Werteunion zusammengearbeitet hat und so weiter. Und das ist die größte Veranstaltung gewesen. Da sind 500 Leute gekommen, der Saal war überfüllt und 100 Leute mussten dann wieder heimgeschickt werden, weil die Polizei aus feuerpolizeilichen Gründen wegen Brandschutz niemanden mehr reingelassen hat. Die wären also da dicht an dicht alle gestanden. Das heißt, daran sieht man, dass Hans-Georg Maaßen natürlich aufgrund seiner Kompetenz als absolut hervorragender Jurist, als Spitzenbeamter viele Jahre im Bundesinnenministerium, ist er von Otto Schily, SPD-Innenminister, damals ins Innenministerium geholt worden, dann als Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, ein hohes Ansehen genießt und die Themen Migration, Kriminalität, Sicherheit natürlich aus ganz profundem Munde ansprechen kann. Und das ist dann der zweite Grund auch, meines Erachtens, warum man ihn so angreift, weil man natürlich genau weiß, da gibt es noch eine Verankerung im Sicherheitsapparat. Es gibt den früheren Präsidenten des BND, mit dem wir früher auch schon Veranstaltungen gemacht haben, der auch ganz ähnlich wie Hans-Georg Maaßen die Probleme Islamismus, offene Grenzen, außer Kontrolle geratene Migration angesprochen hat. Und das will man natürlich in Berlin nicht. Das will auch die CDU nicht, weil sie natürlich durch die Versäumnisse von Frau Merkel mit in die Haftung genommen wird. Und deswegen soll dieser Kritiker aus meiner Sicht mundtot gemacht werden. Nun erleben wir ja, es gibt Menschen, die treffen Aussagen, die erklären Russland den Krieg. Es gibt Menschen, wenn du keine Umsätze machst, wenn du nichts produzierst, wenn du nicht einnimmst, bist du nicht automatisch insolvent. Bloß das sind Äußerungen, die scheinen von dieser doch sehr beeinflussten Presse nicht ernst genommen zu werden. Denn wenn wir früher Russland im Grunde genommen eine Kriegserklärung gegeben hätten,
Das birgt ja gewisse Gefahren. Frau Baerbock ist nun mal Außenministerin, vertritt damit ein großes Gewicht und erklärt bei der EU, wir sind mit Russland im Krieg. Die Presse verzeiht Linksgrünen bis zum Extremismus neigenden eigentlich alles. Ist vollkommen richtig, was du sagst, Peter. Also wir hatten in Deutschland seit Gründung der Bundesrepublik meines Erachtens noch nie so ein völlig verzerrtes Mediensystem wie heute. Das wird ja auch jetzt wieder in der jüngsten Studie bewiesen, wo man die Berichterstattung vor allem während der Bundestagswahl 2021 untersucht hat und wo man mit der Ahrtalflut wissenschaftlich festgestellt hat, dass es so gut wie keine kritische Presseaussage gegeben hat gegen die SPD-geführte Landesregierung von Rheinland-Pfalz, die ja viel mehr Versäumnisse zu verantworten hatte. Da musste ja dann die Frau Spiegel, Bundesministerin, dann, die vorher in der Landesregierung als Umweltministerin hier versagt hatte, bei der Flut zurücktreten. Aber die ganze Presse hatte sich eingeschossen auf den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, auf Armin Laschet. Das hat diese Studie festgestellt. Und das ist tatsächlich, und du sprichst vollkommen richtig an, Peter, das ist tatsächlich unser Riesenproblem in Deutschland. Wir sehen es bei Baerbock. Das Beispiel ist vollkommen richtig gewählt. Eine vollkommen unfähige, skandalös operierende Ministerin, für die dieses Amt vier Hausnummern zu groß ist. Wir sehen es bei der Berlin-Wahl jetzt am Sonntag. Man muss sich mal vorstellen, was hier passiert ist 2021. Das sind ja keine Zufälle gewesen, dass das alles nur Schlamperei gewesen wäre in Berlin, dass diese Wahl jetzt zu wiederholen war, sondern wir haben in der Bundesrepublik noch nie so einen Wahlskandal gehabt, manipulierte Wahlzettel, Anweisungen der Wahlleiter, dass bestimmte Wahlzettel nicht ausgewertet werden sollen, komischerweise alles zum Nachteil der nicht linken Parteien. Und man hat ganz genau gewusst in Berlin, das ist ein kritischer Faktor hier. Da geht es um das Direktmandat. Eigentlich müsste ja die Bundestagswahl auch wiederholt werden, nach meinem Dafürhalten, weil die Skandale oder die Unregelmäßigkeiten haben ja nicht nur die Berliner Senatswahl, also die Landtagswahl betroffen, sondern die zeitgleich stattfindende Bundestagswahl. Kein einziges großes Massenmedium in Deutschland hat sich dieses Themas angenommen. Das war dann Tichys Einblick, der zusammen mit dem Marcel Lute, dem früheren Abgeordneten der FDP in Berlin, der dann aus der FDP ausgetreten ist, diesen Skandal aufgedeckt hat. Das muss ich mir mal vorstellen. Das ist eigentlich ein Thema, das müsste jedes Medium interessieren, erst recht die öffentlich-rechtlichen Medien. Aber hier werden alle rot-grünen Skandale zugedeckt oder ausgeblendet. Und es wird sozusagen künstlich versucht, wenn ich das dann schon höre bei Hans-Georg Maaßen, er hätte sich der Sprache des so und so bedient. Ja, was soll denn das heißen? Ja, was hat er denn gesagt? Das ist dieses Geschwurble von den Linken, wo sie absolut keine substanzhaltige Kritik anbringen können. Und dann heißt es immer, man hätte sich irgendeiner Sprache bedient. Was kompletter Quatsch ist. Aber daran sieht man das Problem, Peter, und da stehe ich jederzeit, oder das sage ich jederzeit und überall, das Problem in Deutschland, das Hauptproblem sind die Medien und das völlig nach links gerutschte Mediensystem in diesem Land. Und solange das nicht geändert wird, wird es auch politisch für die Parteien in diesem Land und für die Bürger ganz schwierig. Also das Mediensystem muss meines Erachtens wieder demokratisiert werden, muss wieder eine Meinungsvielfalt abbilden. Anders kriegen wir die Wende hin zu Rechtsstaatlichkeit, zu Freiheit und zur echten Meinungsfreiheit in diesem Land nicht hin, meines Erachtens. Da ist viel dran. Ich empfehle den Zuschauern Helmut Marquardt, Fokus. Er hat seinen Kommentar gegeben zu Hans-Georg Maaßen und sagt, Antisemitismus ist nicht im Ansatz zu erkennen.
Und seine Reden mögen hier und da überzogen sein, bloß sie müssen, um bemerkt zu werden, müssen sie manchmal polarisieren. Sie sind aber in keinster Weise rassistisch. Was Dr. Thomas Jahn gerade angesprochen hat, wenn wir uns bitte der Rheinland-Pfalz anschauen, Sitz vom ZDF, Malu Dreyer ist Verwaltungsratsvorsitzende beim ZDF und ist in den letzten Jahren in keinster Weise negativ aufgefallen. Wir erinnern das Ahrtal. Aber alle anderen wurden negativ dargestellt. Malu Dreyer ist immer sehr gut davongekommen. Thomas, ist es nicht perfide, dass wir mit unseren eigenen Steuergeldern, wir haben ja kein Einnahmenproblem, wir haben Ausgabenproblem, wir finanzieren mit unseren Steuergeldern Abgeordnete, die in der freien Wirtschaft sehr große Probleme hätte, mit unterzukommen. Wir finanzieren ein Regierungsfernsehen mit GEZ und Werbeeinnahmen. Ist es nicht perfide, dass wir mit unseren eigenen Geldern wird gegen uns regiert und gegen uns berichtet? Die veröffentlichte Meinung ist nicht die öffentliche Meinung. Das ist so. Und das kritische Jahr oder die Zäsur, die wir hier bei den öffentlich-rechtlichen Medien hatten, war das Jahr 2013, als das sogenannte Gebührensystem, das GEZ-System, umgestellt wurde auf ein Beitragssystem. Das ist jetzt natürlich, sind viele juristische oder zwei juristische Begriffe, aber man kann es ganz einfach erklären. Früher konnten die Bürger einfach ihren Radio- oder Fernsehgeräte abmelden. Das haben auch immer mehr getan, haben gesagt, ich schaue mir das nicht mehr an. Und dann musste man auch diese Gebühr nicht mehr bezahlen. Und dann hat man das natürlich erkannt auf Seiten der Öffentlich-Rechtlichen und auf Seiten der Interessierten, die diese Medien vor allem, denen diese Medien vor allem gewogen sind und hat gesagt, okay, das Problem ist, wir müssen es auf einen Beitrag umstellen. Der Beitrag, den muss jeder jetzt bezahlen, ob er die Programme empfangen kann, ob er sie sehen möchte oder nicht. Und das ist letztlich eine Steuer oder es ist steuerähnlich. Und es gibt dazu leider ein falsches Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das überhaupt nicht erkannt hat, dass die Bundesländer nicht dafür zuständig sind, so eine Steuer zu erlassen. Sie haben dafür überhaupt nicht die Kompetenz. Das heißt, diese Umstellung des Systems war das ganz große Problem, weil eine Flucht aus diesem System ist jetzt nicht mehr möglich. Sie ist nur noch möglich, wenn es in einzelnen Bundesländern, wo das die Verfassung vorsieht, wie in Bayern, Volksbegehren und Volksentscheide gibt, wo dann der Gesetzgeber gezwungen wird, also die Landtage gezwungen werden, aus diesen Medienstaatsverträgen auszusteigen. Das wäre die einzige Möglichkeit von der Bevölkerung her, dieses System zu kippen. Aber es ist hier tatsächlich ein Staat, ein unkontrollierbarer Staat im Staat entstanden. Weil du hast es vollkommen richtig angesprochen, ein urdemokratisches Prinzip, und so sind die USA entstanden, ist das Prinzip No Taxation Without Representation. Das heißt also es darf keine Steuerpflicht geben, wenn es nicht auf der anderen Seite Mitbestimmungsrechte, demokratische Mitbestimmungsrechte gibt. Ja, und wie schauen die aus bei ARD und ZDF? Also da gibt es keine freien Wahlen, wo jetzt die Rundfunkräte gewählt werden, sondern wer da in den Rundfunkräten und im Verwaltungsrat sitzt, das bleibt der Willkür sozusagen dieser Medienstaatsverträge überlassen. Und das sind alles natürlich ernannte Räte. Teil stellt die Politik, ein Teil stellen die Gewerkschaften, vielleicht Arbeitgeberverbände, ein Teil Kulturvereine, Kirchen und so weiter. Also nichts, was irgendwas mit Demokratie zu tun hätte. Und deswegen muss man sagen, das muss eine politische Hauptzielrichtung sein, dieses System zu verändern. Und ich sage da ganz einfach, man muss gar nicht viel tun, sondern man ändert es einfach nur in ein Abonnementsystem. So wie ich eine Zeitung abonnieren kann, soll sich halt jeder frei dafür entscheiden, ob er die Programme empfangen will oder nicht. Durch Verschlüsselungstechnik ist es jederzeit möglich heutzutage. Wir sind ja im Jahr 2023 und nicht mehr 1980. Also insofern wäre das alles kein Problem. Und dann können die Bürger entscheiden und dann entsteht auch normaler Wettbewerb, dann wird abgemeldet, wenn man das nicht mehr sehen möchte, und dann hätten wir wieder Meinungsvielfalt in diesem Land. Nun gibt es ein Bundesverfassungsgericht, dessen Präsident Stefan Habert ist,
Man möge mal über ihn nachlesen, wie sehr er der, nahe er Frau Merkel und wie nahe er der CDU stand und bei maßgeblichen Gesetzen da mitgewirkt hat. Das ist keine Frage. Und es gibt auch einen Rundfunkstaatsvertrag, liebe Zuschauer, der eine ausgewogene Berichterstattung als Grundlage hat. Das erleben wir aber nicht mehr. Thomas, lass mich noch eine letzte Frage stellen. Wir haben einen Rechtsanwalt, der sich, ein Standeskollege von dir, der sich sehr mit den Inhalten der Parteien beschäftigt, dessen, was sie veröffentlichen. Ich habe jetzt mal die AfD zerlegen lassen. Liebe Zuschauer, wir sind uns mit Thomas Jahn, mit Dr. Thomas Jahn einig und meine Person, die gesamte Redaktion und Hallo Meinung steht dafür, nur mit Menschen Interviews zu machen, die sich menschenrechtlich so verhalten, dass man sagen kann, ihre Aussage und ihre Vergangenheit ist da nicht antastbar. Das tun wir auch. Wir sprechen auch mit Mitgliedern der AfD. Thomas, wir haben dieses Programm von der AfD mal durchleuchten lassen und haben das sehr kritisch betrachtet. Wir erleben sehr, sehr hohe Schnittmengen mit dem ehemaligen Programm der CDU und CSU. Wäre es nicht an der Zeit, mit gemäßigten Politikern, deren gibt es ja nun sehr viele mit hohem Bildungsgrad, ob das Rechtsanwälte, ob das Ärzte sind, ob das Unternehmer sind, dass man sagt, auf Landes- oder kommunaler Ebene mal zu sagen, wo sehen wir denn Gemeinsamkeiten, um zum Wohle des Bürgers hier zu arbeiten? Also ich sehe das, wie gesagt, als eine demokratische Normalität, dass man in einem Parlament und natürlich auch auf der kommunalen Ebene mit allen dort vertretenen, gewählten Vertretern spricht und auslotet, welche Möglichkeiten bestehen. Und ich habe es vorhin angesprochen, in den neuen Bundesländern, wird sich diese Frage für die CDU sehr schnell stellen, weil in Thüringen ist es mittlerweile so, wenn dort neu gewählt wird, gibt es nur noch die Chance, dass alle Parteien gegen die AfD eine Koalition machen oder dass es in irgendeiner Form eine Koalition mit der AfD gibt. Und die SPD und ich weiß nicht, ich glaube sogar die Linkspartei in Berlin in irgendeinem Bezirk, die sind ja da viel schmerzloser. Wenn es denen in den Kram passt, dann machen die auch ein Bündnis mit der AfD. Und wie gesagt, diese Sprechverbote, die da erteilt werden, die haben eigentlich in der Demokratie nichts zu suchen. Das Einzige, was mich schmerzt, das muss ich ganz klar sagen, ist natürlich, dass wir hier so eine Spaltung des nicht linken Lagers, früher hat man mal gesagt, des bürgerlichen Lagers haben. Das ist auch kein Zufall, sondern damit arbeiten oder hat man in Europa schon viele Jahre gearbeitet. Es gibt ein sehr interessantes Buch dazu. Ich glaube, das ist eine Biografie oder irgendein politischer Bericht des früheren Beraters von François Mitterrand, des französischen Staatspräsidenten, der viele Jahre, also von 1981, ich glaube bis 1995 war er französischer Staatspräsident. Sein Hauptberater heißt Jacques Attali. Und Jacques Attali hat das Geheimnis gelüftet nach 20, 30 Jahren, dass die französischen Sozialisten, nachdem Mitterrand an die Macht kam, versucht haben, die gaullistische Bewegung, also das sind so das Pendant zu den Christdemokraten in Deutschland, zu spalten, indem man ganz bestimmte Themen forciert, wie zum Beispiel die Zuwanderung, und indem man dann, der französische Staatspräsident hat auch den Zugriff auf die Fernsehmedien, dem Front National, also Le Pen damals, den Zutritt zu den Talkshows und zu den Medien eröffnet hat, in der Hoffnung, dass man diese Partei stärkt, die Themen für diese Partei schafft und eine Spaltung auf der rechten Seite des politischen Spektrums hinbekommt. Gleichzeitig hat man auf der linken Seite des Spektrums das Thema Antirassismus und Gefahr von rechts forciert. Ja, der beschreibt das alles in seinem Buch. Das ist also sozusagen generalstabsmäßig das, was in Deutschland seit ungefähr 2010, 2011 abgelaufen ist und dann in die Gründung der AfD gemündet hat. Projekt Spaltung des in Anführungszeichen rechten Lagers. Und man sieht es jetzt in Berlin, die SPD kann so viele Stimmen verlieren, wie nur irgendwie möglich. Dasselbe für die Grünen. Sie sitzen irgendwo immer dann noch in der Regierung und bestimmen den Kurs, obwohl sie eigentlich überhaupt keine Mehrheit in der Bevölkerung haben. Und dieses Problem, das muss man sich wirklich mal genauer anschauen.
Leider erfüllt Friedrich Merz hier die Hoffnungen nicht, weil viele sagen, du musst dieses Thema AfD angehen. Das kann man nicht ignorieren, das kann man nicht aussitzen, kann nicht sagen, die gehen irgendwie wieder weg oder wir koalieren halt mit den Grünen und dann wird alles gut. Das ist keine Problemlösung. Ja, das ist der Fall. Und wir erleben hier, was du von Mitterrand gesagt hast, die Blaupause praktisch dessen, was wir hier erleben. Das geht nach einem festen Ja. Strickmuster vor. Das kann man nachlesen. Das ist keine große Herausforderung. Ja, liebe Zuschauer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei meinem Interviewgast Dr. Thomas Jahn für die Zeit, die er sich genommen hat. Aber Sie werden eines merken, hier ist eine Menge Kompetenz in der Aussage. Und ich bitte Sie, dieses Video zu teilen, unseren Kanal zu abonnieren und sage danke für die Unterstützung und sage Thomas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank. Vielen Dank, schöne Grüße an die Zuschauer und hoffentlich bis bald. Danke sehr.